Und willkommen zurück zu Final Fantasy VII. Wir wandern durch diese Tür, denn ein gewisser Herr, Name vergessen, will mich an der Bühne treffen. Okay, machen wir. Mal gucken, was er uns anbieten möchte. Anjan, genau. Njam, njam. Oh, die hübschen Damen, die Quietschis. Hallo, Quietschis. Wir haben Sie schon erwartet. Sie müssen der Kunde sein, der nach Anjan verlangt hat. Ja. Sie sind zum ersten Mal hier, nicht wahr? Sollen wir schon mit der Tanzübung anfangen? Tanzen? Warum? Anjan hat eine Tanzübung verordnet. Hier drüben. Komm schon. Moment. Wait. Njani. Ernsthaft? Drücke die Tasten zum passenden Rhythmus der Musik, wenn sich Felder und Rhythmuslinien überlagern. Nein! Oh Mann. Okay, kriege ich schon wieder nicht hin. Das ist ja wohl wirklich Fanservice hier. Das hat doch nichts mit Tanzen zu tun hier. Großartig! Aber das kann doch nicht Ihr erstes Mal gewesen sein, oder? Noch einmal üben? Ja. Ich möchte das machen. Ihnen ja richtig zu gefallen. Beat Saber für Anfänger. Dieses Schnippen ist so bescheuert. Schon besser. Großartig. Aber das kann doch nicht Ihr erstes Mal gewesen sein, oder? Nein, ich möchte nicht nochmal üben. Bitte, der Herr. Hier geht es entlang. Oh, und jetzt müssen wir das Ganze aufführen, oder was? Cloud. Schön, dich zu sehen. Du steckst voller Überraschungen. Hey, wir möchten Sie bitten, hier etwas zu warten, bis Anjan kommt. Sie sind aber durchtrainiert. Entspannen Sie sich einfach. Sweet, here at the honeybee, and every moment is a treat.
Willkommen im Honigtöpfchen, Cloud. Du willst eine Empfehlung von mir. Sollst du haben? Also, zeig mir mit einem Tanz, dass du eine würdige Braut abgeben wirst. Nein! Okay, let's do it. Mal sehen, ob du mithalten kannst. No prop. Ich verkackt. Oh boy, das ist so schlimm. Vor allem die richtigen Tasten einfach so. Nee, zu früh. Und dann kommt dieses Ex auf einmal. Hey, oh, okay, entweder war es großartig oder richtig schlecht. Darf ich das nochmal machen? Sehr schön, wie ergreifend. Also gut, ich werde mein Bestes geben, um aus dir die heißeste Braut hier zu machen. Ja! Dann lasst uns die Show beginnen! Zauberhaft.
Und jetzt muss er immer noch tanzen oder was? Schönheit kommt bekanntlich von innen. Hörst du, Cloud? Es ist egal, ob du Mann oder Frau bist. Leg all deine Ängste ab. Die Show heute war ja mal echt der Hammer. Diese Drehungen, so anmutig und graziell. Du bist ja total aus dem Häuschen. Komm schon, nur ein Drink. Wundert dich das bei der Show? Dann quatschen wir noch ein bisschen. War das improvisiert? Bestimmt. Der Junge schien extrem überrascht. Minimal. Aber wir sind hier ans Aris unterwegs gerade. Ich glaube, Cloud hat sich gerade eben einfach in die letzte Ecke verzogen. Ah, da war er doch. Da sehe ich ihn doch. Na, mein Hübscher. Fuck, ey. Hör bitte auf. Ach komm. Kein Wort. Nur eins. Nein. Aber du bist so süß. Oh, geil. ja, das... Also, ich muss jetzt an dieser Stelle sagen, weil ja die Brautshow vermutlich gleich ansteht. Im alten Final Fantasy kam es darauf an, welche Entscheidung du getroffen hast, um als Cloud die Brautshow tatsächlich zu gewinnen. Und zwar war es dann nicht so, dass man hier irgendwelche Orte abgeklappert hat, sondern es gab nur eine Handvoll Auswahlmöglichkeiten. Da gab es eine Sache, da musste man sich entweder für ein Parfüm... Für ein, was war denn das noch? Für ein, ich weiß nicht, es gab zwei oder drei Gegenstände, wovon man eins bekommen konnte. Und je nachdem, wofür man sich da entschieden hat, hat man den ersten, zweiten oder dritten Platz bei der Brautshow bekommen. Und der erste Platz ist natürlich dann direkt bei Don Corneo. Der Witz bei der Sache ist, war, dass wenn man die Brautshow gewinnt, hat man einen entscheidenden Nachteil gehabt, weil man konnte nämlich nicht mehr... Gegenstände holen, die man nämlich, die man von Don Corneo eigentlich hätte bekommen können, weil man nämlich Kämpfe übersprungen hat auf diese Art und Weise, wo es eine Kiste gab, wo irgendwas drin war. Wenn man den dritten Platz gemacht hat, glaube ich, beim zweiten Platz ist man irgendwie in so einer Art Folterkammer gelandet. Und beim, ja gut, beim Und da lag, glaube ich, eine Materia in der Ecke. Irgendwie sowas. Ich komme gerade nicht mehr drauf. Würde ich jetzt das alte Final Fantasy VII spielen, würde ich das sofort intuitiv und auf Anhieb raus, also hinbekommen. Aber jetzt aus dem FF zu erklären, wie genau das war, kriege ich jetzt auch nicht hin. Das ist jetzt doch schon mal irgendwie, keine Ahnung, locker 5, 6, 7 Jahre her, dass ich das letzte Mal Final Fantasy VII gespielt habe. Ich habe am Anfang, ich glaube, weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, was ich damals ausgesucht habe. Aber das kannst du selber herausfinden. Wenn du auf meinen YouTube-Account gehst, oder auf meinen YouTube-Kanal, müsste eigentlich diese Stelle schon online sein. Das müsste in Part 4 oder am Ende von Part 4 oder am Anfang von Part 5 oder in der Mitte von Part 5 vorkommen, weil da waren, haben wir glaube ich gerade die, das Exotische, das kann möglich sein. Auf jeden Fall hatte ich da schon eine Entscheidung getroffen. Oder beziehungsweise die Entscheidung geschrieben. Das kann möglich sein, dass das einen Einfluss hat auf das, was tiefer trägt. Ja, tatsächlich. Du bist doch... Wir haben Empfehlungsschreiben von Madame M. und Anjan. Lässt du uns rein? Seid ihr euch sicher? Absolut. Ich hoffe, ihr bereut das nicht. Aber nicht doch. Na gut, dann rein mit euch.
Das würde ich tatsächlich auch sehr gerne wissen. Aber gut, wir sind endlich in Don Corneos Butze. Ziemlich kleines Ding für meinen Geschmack. Ihr wollt zur Brautschau, richtig? Die Treppe rauf, das Zimmer ganz hinten. Okay. Keine Besichtigungstouren, kapiert mir? Na klar, keine Besichtigungstouren, wir wissen's. Ist ja selbstverständlich, dass wir keine Besichtigungstouren machen. Zwinker, zwinker. Natürlich gucken wir uns hier um. Die Empfehlung von Madame M. Erste Sahne. Die Empfehlung von Anjan. Er hat Geschmack. Das Zimmer ist da hinten. Dalle! Aber Moment, das ist das richtige Zimmer. Das ist schlecht. Ich wollte eigentlich ins falsche Zimmer. Das ist das Zimmer von Don Corneo. Da können wir nicht rein. Hey, nicht anfassen! Ja, okay. Es ist nur eine Tür. Komm mal klar. Na gut. Dann wollen wir mal. Schlafgas. Schnell raus hier. Verdammt. Cloud. Geht es dir gut? Ja. Ah. Tifa? Ja? Alles okay? Ein Glück. Also... Bist du das etwa, Cloud? Wieso bist du geschminkt und dieses Kleid? Sag einfach nichts, es ging nicht anders. Bist du okay? Ja, mir ist nur ein bisschen schwindelig. Tifa, nicht wahr? Hallo. Hallo. Mein Name ist Aris. Ich bin eine Freundin von Cloud. Wir sind hier, um dich zu retten, Tifa. Oh, vielen Dank. Reden können wir später. Erstmal raus. Hä? Hier ist's gefährlich. Nein, ich habe doch noch gar nichts rausgefunden. Hä? Weißt du, nachdem wir dich verloren hatten, waren in den Slums bei uns ein paar komische Typen. Ich habe nachgeforscht. Und bist auf Corneo gestoßen. Sie wollten Avalanche ausspionieren. Aber mehr konnte ich nicht in Erfahrung bringen. Deswegen will ich's aus Corneo quetschen. Tifa! Wenn ich ihm gefalle und er mich auswählt, kann ich unter vier Augen mit ihm reden. Darauf habe ich's angelegt. Aber es gibt wohl drei Kandidatinnen. Heißt also, wenn ich gegen die anderen nicht gewinne, war das Ganze hier umsonst. Dann hat sich dein Problem ja erledigt. Die anderen beiden sind nämlich wir, nicht? Ja. Siehst du? Einer von uns macht also auf jeden Fall das Rennen. Naja, kann schon sein. Ob dich, mich oder Cloud? Wen er auch wählt, ist völlig egal. Aber Aris... Ich will dich da wirklich nicht mit reinziehen. Gib's auf, die lässt sich eh nichts sagen. Klasse, Cloud. Du kennst mich ja schon richtig gut. Oh yeah. Okay, wir haben hier noch Kisten. Man wird uns sicher schon bald rufen. Ganz schön gruselig hier. Bin mal gespannt. Turbo-Ether. Ich glaube, hier gibt... Das ist eine Maschine und das ist wahrscheinlich die einzige, in der man Corneos
Musik kaufen kann. Sagte ich doch. Gleich kaufen. Nicht, dass wir hier ohne rumlaufen. Oh, aber Megatränke für 300. Das ist bombastisch. Davon nehme ich gleich alle drei. Denn das lohnt sich an dieser Stelle. Das kann ich nur sagen. Phönixfeder. Nie benutzt. Also oder bisher noch nicht gebraucht. Nehmen wir trotzdem. Und ein Äther nehmen wir auch mit. Wenn man davon echt nie genug haben kann. Ja. Brauchen wir sonst noch irgendwas? Wachmacher für den Fall, dass irgendjemand schläft? Ja, wenn Cloud schlafen sollte, ist das nämlich eine doofe Angelegenheit. So. Waffen und Rüstung. Titanreif. Ah, stimmt. Wir sollten vielleicht mal noch tiefer ausrüsten. Wir hatten ja extra für sie noch ein bisschen Kram gekauft. Das machen wir doch. Ausrüsten. Tiefer. Du darfst dir bitte einmal ein Titanreif krallen. So. Überschallfäuste, haben wir da was Neues? Nee, haben wir nicht. Gut. Dann nochmal eben Materia. Wir haben von Tifa, by the way, heilen geklaut. Dann kriegt sie das auch wieder. Sie darf sich als... Beschwörung Schokomoppel holen. Das passt zu den Moppelchen. So, damit haben wir das. Jetzt können wir nochmal kurz gucken. Hatten wir hier nicht irgendwas noch dazu gekauft? Was irgendwie toll für tiefer wäre? Nö, haben wir nicht. Umso besser. So, Waffenmodifikation. Die müssen wir bei tiefer auch noch loswerden. Weil da hat es mittlerweile... Wait. Ich glaube, ich habe die falsche Waffe ausgewählt. Weil da haben wir nämlich auch noch ein bisschen was offen. Ja, das waren wirklich die falschen. 15 Punkte haben wir hier noch. Also, hier haben wir alles. Hier Feuerelementare. Oh. Statusresistenz, magische Attacke. Ah, schwer, schwer, schwer. Zwei davon oder einen davon? Wir können aber auch einen hiervon nehmen. Also, Feuerelementarattacke plus längere Debuffs, andere. Plus Windelementarattacke. Nee, das ist irgendwie mega uncool. Dann nehmen wir hier lieber die magische Attacke erhöhen. Na komm. Da. So, dann haben wir zwar keine Punkte mehr zur Verfügung. Das macht aber nichts. Aber wir haben sie zumindest schon mal ausgegeben. Darauf kommt es nämlich auch an. Jetzt müssen wir Cloud nochmal eine neue Materie geben. Denn eine hat er nämlich jetzt weggelassen. Und zwar behandeln. Genau. Behandeln hatten wir ihm entzogen. Damit er nämlich Vita hat für die Kämpfe in der Arena. So. Und ich glaube, damit sind wir hier durch, oder? Oh. Ich habe einen Gong gehört. Nein! Ich hoffe, ihr habt gut geschlafen. Das ist euer Weckruf für die Brautschau. Yay. Hinter der Tür zu eurer Linken findet ihr eine Treppe. Wir sehen uns oben. Juhu. Okay, es geht los. Dies hier ist nebenbei auch die Folterkammer, von der ich gesprochen habe. Es gibt hier noch einen Weg geradeaus. Der ist ja interessant. Nee, den gibt's wohl nicht. Das ist sehr, sehr gastfreundlich. Seine Bräute in eine, in den Kerker zu schmeißen. Aber gut. Dann lasst uns mal den Don Corneo besuchen. So, meine lieben Mädels, dann reiht euch mal schön auf. Kommt mir bekannt vor. Ha? Kennen wir uns vielleicht?
Na, egal. Okay, seid ihr bereit, Mädels? Er kommt nämlich. Der unnachahmliche, unvergleichliche, allseits beliebte Don Corneo. Heißnecken. Sehr schön. Entzückend. Welches Täubchen soll ich denn bloß nehmen? Hohi, hohi. Oh. Ich vielleicht, Schätzchen? Oder vielleicht doch lieber dich? Ich hab's! Ich weiß, wen ich nehme! Meine Braut für heute Nacht ist... Heute Nacht? Wenn du den Boss glücklich machst, darfst du vielleicht sogar etwas länger. Drecksschwein. Hey, wer von euch war das? Etwa du? Sehr schön, schön! Du bist ein Falke! Werd dir die Flügel schon stutzen! Heute Nacht leg ich dich auf dein breites Kreuz! Oh ja, die Widerspenstigen mag ich besonders. Oh, komm schon. Die anderen zwei überlasse ich euch. Yeah! Sauber! Sag, welche nimmst du, Mann? Ich die hier. So, wildes Fältchen. Dann komm mal an meine haarige Brust. Du brauchst dich wirklich nicht zu zieren. Ist doch niemand hier. Wenn man genauer hinsieht, bist du ja richtig süß. Vergiss es. Oh ja! Yeah! Diese Masche ist neu. Mehr davon! Was machst du da? Kümmer dich einfach nicht drum. Nur ein paar Erinnerungsfotos. Fotos sind mächtig. Sie machen euch Täubchen gefügig und willig. Abschaum. Mach mir noch mehr Komplimente. Hey, ihr Nasen. Wir haben hier Gäste. Seid nett zu ihnen, okay? Und vergesst nicht, euch später beim Don zu bedanken. Alles klar? Wir sind ja schließlich eine manierliche Bande. Genau. Don, 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 hurra! Also dann, meine Damen, sind Sie bereit? Bereit? Aber immer doch. Du auch, Tifa? Vier Mann. Also schnell und dann ab zu Cloud. Ich kenne ich doch. Die Arena! Was soll das? Aerith, runter! Gott! Miststück! Warte! Gut ab, Aerith. Hättest dich mal sehen sollen. Anjan hat mir alles erzählt. Hier habt ihr eure Ausrüstung wieder. Ich kümmere mich um den Rest. Viel Glück. Oh, vielen Dank! Wir müssen schnell zu Cloud. Sweet! Dann müssen wir aus Zimmer sein. Damit habe ich tatsächlich gar nicht gerechnet. Also, dass das so abgeschlossen ist. Ich habe mich nämlich gewundert, was ist denn bitteschön die Intention dahinter, dass die denen helfen? Weil im Grunde sind die halt eben die drei, also hier Sam, Madame M. und Anjan, die gab's
so nicht sichtbar. Und ich habe mich gewundert, warum machen die das? Ich meine, die haben ja doch gar keinen Erfolg. Na klar haben die einen Erfolg dadurch. Die könnten Don Corneo stürzen. Und darauf hoffen sie. Ich meine, die Arena-Kämpfe, die haben... Madame M. hat jemanden gesucht, der prügelhaft genug ist, um Don Corneo zu vermöbeln. Und sich reinzuschleichen. Na, ist das geil. Los! Madame Cloud wartet auf uns. Beeilt euch. Aber der Rettungstrupp kommt erst in der nächsten Folge. Ich sehe, wir haben schon wieder reichlich spät. Also bis zum nächsten Mal. Let's play Final Fantasy 7. Und... Oder bis gleich. Je nachdem.